Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich habe heute einen kleinen Schmacker für euch und zwar in Form von dieser netten kleinen Box. Das ist die Destiny 2 Beyond Light oder eher gesagt Jenseits des Lichts Collectors Edition, die ich hier für euch habe. Die möchte ich euch jetzt zeigen bei einem Unboxing. Das ist die Version, wo das Spiel allerdings nicht mit dabei ist. Es gibt wohl auch eine, wo das Spiel mit dabei ist. Hier ist das Spiel nicht mit am Start. Und ich möchte euch aber zeigen, was in dieser Edition drin ist, die um die, ich glaube, 140 Euro kostet. Und die wir auch im Verlauf des Jahres oder später in diesem Jahr noch verlosen werden bei unseren Laservotes. Jetzt mache ich hier diese Box allerdings auf. Diesen Schuber hier, wo man dann hinten auch sieht, was da alles mit dabei ist. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Jetzt mache ich das Ganze mal auf. Wie geht das hier auf? Das ist, das ist schön. Ich mag das. So mit Magneten. Ne? Das ist hier mit so zwei Magneten festgehalten, die man hier sieht. Und dann sieht man hier auch gleich ein wunderbares Artwork. Echt sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und in dieser Box wiederum ist jetzt eben ein Teil dieser Collectors Edition. Und zwar diese Tasche, diese coole kleine Tasche aus dem Destiny 2 Universum mit einer Seitentasche hier, da kann man ein bisschen was reinmachen, dann einer Tasche hier, da kann man ein bisschen was reinmachen, und dann haben wir hier auch noch eine kleine Tasche, eine kleine Reißverschlusskasse für Kleingeld oder so. Aber noch viel interessanter ist hier hinten so ein kleiner Flachmann, falls man ein Abenteuer bei Jenseits des Lichts hat, das ein bisschen mehr an die Nerven geht. Einfach eine Getränkeflasche, die man mitnehmen kann. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Und dann machen wir das auf. Okay, da sind gleich mehrere Sachen. Okay, da sind mehrere Compartments mit drin. Ich hole die jetzt einfach mal alle hier raus. So, Tasche ist leer. Der magische Trick hat funktioniert und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch drin haben. Also, jetzt haben wir hier zum einen diverse Entdeckungen von Europa. Europa ist ja quasi diese neue Areal, wo das alles dann spielt. Das ist so eine Art wichtiges Schreiben, was hier ist. Das lässt dann in die Lore ein bisschen mehr abtauchen. Und dann hier, recht interessant, dieses kleine Logbook. Das ist so ein Mysterious Logbook, das ebenfalls von Europa kommt, diesem Mond oder diesem Planeten, wo man dann unterwegs ist. Arrival Event. Omnibus Analysis of Spallation Products in the Ice suggests recent X-ray bombardment. Ja, also da kann man dann noch ein bisschen mehr eintauchen, wenn man sich eben für die Geschichte von Destiny 2 und eben Jenseits des Lichts interessiert. Da kann man sich wunderbar einlesen. Dann hier aber wahrscheinlich so mit die Main Attraction, mit der Tasche, eines der Pyramidenschiffe. Das ist auch am Start und das ist echt, das hat ganz schön Gewicht. Aber das Coole daran ist, ich drücke jetzt mal das Knöpfchen hier. Was macht es? Es leuchtet blau. Ne? Es leuchtet blau und das kann man hier auch so einstellen, dass es so blinkt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt machen wir es wieder aus. Weil wir lassen es jetzt einfach mal so leuchten hier. Dann hier noch mit am Start, was ist das hier, eine kleine Gebrauchsanweisung? Ach ja, ein kleines Ladekabel, weil das Ding, ne, muss ja irgendwie aufgeladen werden mit Micro-USB. Und dann haben wir hier noch, was haben wir da noch, weil das ist fertig, das ist fertig. Dann haben wir hier auch noch mal was. Dann haben wir einen Umschlag. Machen wir den mal auf, ganz vorsichtig. Was haben wir hier drin? Eine Postkarte von Europa. Sehr, sehr cool gemacht. Dann haben wir hier, was ist das denn hier eigentlich genau? Das sehe ich jetzt gar nicht. Klettverschluss. Das ist ein Klettverschlussemblem. Ne? Das Teil kann ich irgendwo hinkleben. Das kann man hier wohl abziehen und dann kann ich das irgendwo hinheften. Aber was ich vorhin gesehen habe, man könnte auch an der Tasche, weil hier ist auch so ein, zack, muss einfach so hinmachen, ne? Wenn man will. Es ist da vorne. Klettverschluss, echt. Als Kind hat mich Klettverschluss immer wahnsinnig fasziniert. Ja, ich war schon immer sehr leicht zu beeindrucken. Gut, das machen wir wieder dahin. Und dann gibt es hier noch wohl einen Sticker. Den mache ich jetzt nicht aber ab. Ne? Der soll ja noch schön erhalten bleiben. Ja, und ich glaube, das war's dann. Das ist die Destiny 2
Jenseits des Lichts Collectors Edition, die wir hier gerade unboxed haben. Soweit ich gesehen habe, kostet die um die 140 Euro. Ist nicht mehr so leicht zu bekommen. Und ja, das ist das, was euch erwartet, falls ihr sie ergattert habt. Und wie gesagt, im Laufe des Jahres oder später im Jahr werden wir diese Version dann auch noch verlosen.